Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist der 10. Oktober 2022 und ich hatte eine echte Scheißnacht hinter mir. Also anders kann man das nicht sagen. Wir hatten einen riesengroßen Vollmond, der trotz runtergelassenen Rollladen, irgendwie, weil meine Rollladen nicht komplett runtergeht, sondern immer noch diese kleinen Löcher in dem Rollladen sind, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall trotzdem Rollladen hat der Vollmond mein Zimmer so hell erleuchtet, dass ich irgendwie nicht schlafen konnte. Ich bin sowieso so ein bisschen mondfühlig. Dann, ich creme jetzt seit ein paar Tagen die Wunde nicht mehr auf Raten des Arztes hin. Und jetzt hat die dann gestern Nacht dann noch die ganze Nacht gejuckt. Das heißt, ich musste mich aktiv davon abhalten zu kratzen. Ja, weil da sollte man nicht kratzen dran an sowas. Das hat dann also auch nicht geholfen beim Einschlafen. Ich weiß nicht, wann ich dann endgültig eingepennt bin. Aber es war, als der Wecker dann klingelt, hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht geschlafen zu haben. Naja, was soll man machen? Zweifel, dass genau das die Vergeltungsaktion ist, auf die in Russland viele Hardliner gewartet haben. Eine Antwort auf den Anschlag auf die Krimbrücke. Wo wird das alles noch enden? Wie weit wird sich diese Eskalationsspirale noch drehen? Es scheint, dass Putin einen Racheakt hier inszeniert für den Anschlag auf die Krimbrücke. Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Menschen bei den Explosionen ums Leben kamen, ist noch unklar. Und wieder ist die Eskalationsstufe ein Stück höher gestuft worden. Das Rad des Wahnsinns dreht sich schneller und ich frage mich echt, was stimmt mit den Leuten nicht? Ich meine, müssen die unbedingt Krieg spielen für nichts und wieder nichts? Ich meine, wir haben nur diesen einen Planeten, müssen gerade gegen die Klimakrise ankämpfen und ich möchte nicht wissen, wie viel CO2 so ein Raketenstart ausstößt. Aber das hier ist mal nur Galgenhumor am Rande. Hier ist mal ganz im Ernst. Es ist heute ein schöner, blauer, sonniger Tag und Blätter sind grün, Vöglein zwitschern, Insekten fliegen von Blüte zu Blüte, Kinder kommen von der Schule heim. Und dann das Erste, was du liest, ist so ein Scheiß. Da fragst du dich doch echt, was soll der Mist? Was stimmt mit den Menschen nicht? Wir haben so viele Probleme, die wir gemeinsam lösen müssten, aber nee, wir schaffen künstlich neue. Anderes Thema, in Niedersachsen hat die SPD die meisten Stimmen bei der Landtagswahl gewonnen, was wahrscheinlich aber nicht an der Bundespolitik der SPD liegt, sondern eher daran, dass die Bevölkerung von Niedersachsen ihrem derzeitigen Ministerpräsidenten Weil sehr groß vertrauen, weil der scheinbar sehr viel Stabilität gebracht hat in der Region. FDP ist rausgeflogen. Das kann sie sich wahrscheinlich aussagen wie der Gratis-Mentalität von Herrn Lindner bedanken für. Da kann sich wahrscheinlich bedanken für. Egal. Auf jeden Fall, FDP ist draußen. Dafür hat die AfD einen riesen Zuwachs gemacht, was ich persönlich erschreckend finde. Aber noch erschreckender finde ich die Berichterstattung darüber. Mehr Nazi-Wähler, Putin-Versteher haben gewählt, querdenkende Querulanten haben gewählt, Demokratiefeinde haben gewählt. Nein, Leute, die mit der Politik nicht einverstanden sind, haben gewählt. Ich finde ihre Wahl scheiße, aber sie ist demokratisch gewesen. Auch wenn ich nicht einverstanden bin mit dem Ergebnis und es auch nicht toll finde, dass die AfD jetzt auf einmal 11% in diesem Landtag hat. Aber auf der anderen Seite, keiner beschwert sich in den Medien darüber, wenn die Grünen 14%, 14% heißt 96% haben euch nicht gewählt, wenn du rechnen kannst, wüsstest du, dass es 86 sind, 86% haben euch nicht gewählt. Aber wenn die Grünen dann feiern, dass sie mit 14% ein ganz großes, tolles Ergebnis gemacht haben, dann sind die Medien, ja, super, tolles Ergebnis. Und bei den AfD, bei den 11%, sagen sie, oh ja, ganz schlimmer Rechtsruck. Nein, ich finde es nicht toll, aber es ist kein ganz schlimmer Rechtsruck. Es ist einfach vielleicht der Ausdruck, dass viele Leute sich gerade Sorgen machen. Und Populisten sind Stimmenfänger. Und wenn die derzeitige Regierung es nicht schafft, die Ängste der Bürger zu nehmen, dann müssen sie leider damit klarkommen, dass Leute, die ja billig Stimmenfang machen, indem sie sagen, wir verstehen eure Ängste, Stimmen bekommen. Richtig wäre, da mit guter Politik gegenzuwirken und nicht die Wähler jetzt als Idioten zu verunglimpfen oder eben als Putin-Versteher. Das ist mein Lieblingswort heute. Naja, Wetter ist sehr gut, wie gesagt, und ich muss mich jetzt gleich fertig machen, weil ich zur Nachuntersuchung muss. Bin jetzt vom Arzt zurück. Er ist sehr zufrieden mit der Wunde. Also alles im grünen Bereich, scheint sich sehr gut zu erholen. Am Freitag habe ich meinen nächsten Termin und jetzt habe ich mir erstmal ein schönes Hackfischbaguette geholt, weil ich etwas Hunger habe. 16.39 Uhr, bin jetzt wieder zu Hause. Der Arzt ist, wie gesagt, sehr zufrieden mit der Wunde. Sieht gut aus, scheint gut zu verheilen, also alles im grünen Bereich.
Am Freitag habe ich die nächste Untersuchung und wenn da auch alles schön läuft, kann man die Intervalle etwas erhöhen, wo es zur Untersuchung gehen muss. Auf jeden Fall läuft und läuft gut. Mir ist auf dem Rückweg ein bisschen der Kreislauf abgesackt, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich heute die ganze Nacht nicht pennen konnte ordentlich, was am Vollmond lag, der, wie ich auf Facebook dann gelesen habe im Wartezimmer, Jäger-Vollmond hieß, weil dann laut Mondkalender, das ist das der hellste und nächste Vollmond im Herbst quasi und das ist der Vollmond, der dann die Jäger davon überzeugt, jetzt nochmal richtig schön ranzugehen, jetzt nochmal richtig schön zu jagen. Schön, also der Vollmond, der nach mir benannt ist, oder besser noch mein Berufsstand, der nicht mein Berufsstand, sondern mein namensgebender Berufsstand, ach ihr wisst, was ich meine, der Vollmond, der genauso heißt wie ich, hat jetzt dafür gesorgt, dass ich heute Nacht nicht schlafen konnte, weswegen es meinem Kreislauf eben nicht gut ging. Ich drehe mich im Kreis, lange Rede, kurzer Sinn, ich lege mich jetzt noch mal eine Stunde aufs Bett. Ja, das mit dem ich lege mich jetzt einen Moment hin, hat mal absolut geil nicht geklappt, weil ich irgendwie nervös und hibbelig bin, sobald ich liege oder ruhig sitzen muss oder sonst irgendwie mich nicht bewegen kann. Hängt wahrscheinlich mit Vollmond zusammen, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Ich gehe jetzt runter, mache einen Trockner an. Ich weiß gar nicht, ob das während der Energiekrise schlau ist, aber ich muss die Sachen hier trocknen, die ich heute gewaschen habe, weil wir hatten heute einen kleinen häuslichen Unfall, nachdem ich sehr viel dreckige Wäsche zu waschen hatte. Nehmen wir es mal so. Und die muss jetzt halt getrocknet werden. Spülmaschine ausräumen, ein bisschen was fürs Abendessen vorbereiten, ein bisschen in der Küche aufräumen, Sachen halt. Und guck mit meinen Eltern gefragt, gejagt. Sehr gut, dann brauchen Sie jetzt noch die eine, haben noch 59 Sekunden. Gut. Ich kann sehr langsam lesen, wenn ich will. Ja, versuchen Sie es mal so zu timen, dass ich das noch die zweite oder dritte Frage möglich ist. Und ich möchte Volker ja noch mitspielen. Gerne. Ja, das ja, ist ja der hat immer gekommen, du. Also das macht ja leider keiner. Aber es war knapp, sie hätten so schön... Zu welchen pflanzlichen Lebensmitteln, Frau Rickel, zählt man wohl Spinat? Gemüse. Ja, dann haben Sie es jetzt erledigt hier. Ach, wie geil. Es war wirklich ein großer Spaß mit euch allen. Das wäre ein Ding gewesen. Alle vier rausgeschmissen und dann noch ein Durchmarsch. Sie haben sich, glaube ich, sehr ins Schaufenster gespielt für nächste Woche, für allein gegen alle. Hab es gefragt, gejagt mit meinen Eltern geguckt und das Abendessen serviert. War dann schon fast auf dem Weg zur Straßenbahn, also wenn mein Telefon klingelte. Es steht einer für ein Casting da. Irgendwie habe ich das geschafft, eine Person ja, scheinbar nicht in meinen Castingkalender einzutragen. Peinlich. Ja, auf jeden Fall übernimmt Noah jetzt das Casting. Ich habe mal kurz Hallo gesagt, habe mich entschuldigt für das Chaos. Auf der anderen Seite, falls es die Person wird, hat sie das Chaos schon mal gesehen, was bei uns herrschen kann. Das hat auch seine Vorteile. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich es dann schaffe, trotzdem pünktlich nach Wiesbaden zu kommen. Vermute allerdings nicht, aber bin auf dem Weg. Ja, heute hat das Schicksal echt nett mit mir gemeint. Erst habe ich vergessen, dass ich ein Casting hatte. Dadurch war ich schon mal so spät, dass ich eine Bahn verpasst habe, also eine Straßenbahn verpasst habe. Und dann komme ich am Bahnhof an und stelle fest, dass ich dadurch, dass ich die Straßenbahn verpasst habe, die S-Bahn verpasst habe, was dafür gesorgt, dass ich eine andere S-Bahn hätte nehmen sollen. Jedoch diese S-Bahn kommt jetzt zu spät. Viertelstunde zu spät und vom Regenwetter richtig angepisst, aber trotz der Bahn habe ich es nach Wiesbaden geschafft und jetzt heißt es House of Dragons. Heißt doch gar nicht so, oder? House of Dragons. House of Dragons. Game of Thrones. ¿Quién es solamente la forma de la función? ¿Qué? ¿Y qué soy? Sí, sí, me lo ve. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado. Zigarreberg, ich habe Hunger. Dienstag, 11.10.2022. Nach einer sehr schlaflosen Nacht, weil der Vollmond heute, ja, Vollmond war, also an Schlafen war da irgendwie nicht zu denken. Das war heute eher so ein Rumwälzen. Nicht liegen können, rumwälzen, nicht liegen können, nicht einschlafen können, rumwälzen. Den Mond angucken, ihn darum bitten, doch vielleicht aufzuhören, Vollmond zu sein, macht er natürlich nicht, weiter wälzen, nicht einschlafen können. In den frühen Morgenstunden pennst du dann ein, klar, dann klingelt der Wecker. Um 9:30, weil ich heute mit meinem Vater zum Arzt muss, wegen diesem alle 3 Monate Diabetes-Dingstester. Also du musst ja alle 3 Monate wegen dieser
Oh, was ist denn das? Standarduntersuchung, Routineuntersuchung. Wegen dieser Routineuntersuchung dann zum Arzt. Ja, auf jeden Fall 9.27 Uhr hat an der Wecker geklingelt. Geschlafen habe ich heute noch gar nicht. Bin ich platt. Oh, das ist auch im Auge. Wut erzeugt Adrenalin, Adrenalin macht wach. Insofern liefert unsere Regierung derzeit. Wolfgang Schäuble hat abgelassen, dass man jetzt gefälligst zwei Pullover übereinander ziehen könnte aufgrund der Energiekrise und man für den eventuellen Blackout halt Streichhölzer und Kerzen zu Hause zu haben habe und dass man eben auf den Galapagos-Urlaub verzichten müsse. Der Staat wäre schließlich kein Supermarkt, der dafür zuständig wäre, Billigpreise zu liefern, dass ja quasi der Schnäppchenjäger-Bürger alles bekommt, was er will. Punkt 1. Wir leben nicht 1922, wo der Kaiser und seine Vasallen in Rausch und Braus leben können, wenn das gemeine Volk im kalten Kellern verreckt, sondern 2022 in einer Demokratie, wo der Scheißstaat dafür zu sorgen hat, dass der Bürger, der ihn mit den Steuergeldern bezahlt, leben kann und sich die Wohnung leisten kann und heizen kann und es ihm gut geht und er eben nicht idiotische Tipps alle zieh mal zwei bis drei Pullover übereinander an, wasch dich mit Waschlappen und hab Kerzen und streiche für den Blackout zu Hause. Nein, der Staat hat dafür zu sorgen, dass wir aus der Energiekrise rauskommen und nicht den Bürger zu behandeln, ja wie kleine Untertanen im Kaiserreich. Das sind wir nämlich nicht. Wir sind der Staat. Wir als Bürger sind der Staat. Nicht irgendwelche Politiker in ihren Luftschlössern, die so eine Scheiße von sich geben. Nein, wir sind der Staat. Und ich verstehe Leute, die jetzt auf die Straße gehen. Ja, da wird dann sehr gerne gesagt, das sind die Rechten. Ja, natürlich, die Rechten sind halt sehr gut im Organisieren. Das ist leider das Problem von denen. Aber es werden noch ganz andere Leute auf die Straße gehen, wenn das so weitergeht. Vor allem, wenn ich mir solche Ansagen anhöre, wie die von dem, kann das hier echt noch dieser sogenannte Wutherbst werden. Und auf den habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Weil das letzte Mal, wo wir sowas hatten, das ist auch ungefähr fast 100 Jahre her, ist das ganz schön schief gelaufen in Deutschland. Also, lieber Staat, anstatt dumme Sachen von dir zu geben, wie man soll mal auf den Galapagos-Urlaub verzichten. Ja klar, weil ich auch zweimal im Jahr auf die Galapagos fliege. Ich wünsche mir, irgendwann mal hinzukommen und weiß, dass ich mein ganzes Leben nie erreichen werde, weil ich eben nicht reich bin. Und dann muss ich mir so eine Scheiße anhören, da muss man eben mal auf den Urlaub verzichten. Ja, ich verzichte seit Jahrzehnten auf diesen Urlaub, weil ich mir nicht leisten kann. Und jetzt soll ich mich mit Waschlappen waschen bei Kerzenschein, während ich zwei Pullis trage, weil ich ja in keinem Supermarkt bin. Nein, aber ich bin in einer Demokratie, wo die Politiker von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Und langsam aber sicher habe ich das Gefühl, dass die das vergessen haben. Und das macht mich wütend. Aber wie gesagt, Vorteil, Wut macht wach. Und Wachsein ist im Moment ganz wichtig, weil ich ja jetzt mit meinem Vater zum Arzt muss, wo er alle drei Monate hin muss, obwohl er kaum laufen kann. Weil, ja, weil wir idiotische Regeln in diesem Land haben. Naja, jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee und ziehe mich an. Die Tortur der Farce ist jetzt beendet. Und ich bin mit meinem Vater vom Arzt zurück, habe ihn gut nach Hause gebracht. Ganz ehrlich, warum die Krankenkasse verlangt, dass dieser Mann, der kaum laufen kann, alle drei Monate den Weg zum Arzt aufsucht, wegen dem Insulin, verstehe ich nicht. Ich meine, sie wissen, dass er es braucht. Warum muss er alle drei Monate wieder hin, um zu beweisen, dass er es braucht? Naja, dementsprechend ist mein Vater jetzt natürlich nicht fit genug gewesen, mit dem Hund zu gehen. Und dementsprechend mache ich das gerade. Bin vom Spaziergang mit Samis wieder zu Hause, habe meinem Vater das Essen gemacht, habe meiner Mutter ein bisschen in der Küche geholfen, habe einen Trockner angemacht, Spülmaschine angeräumt. Und jetzt werde ich mich mal zwei Stunden aufs Bett legen. Vielleicht kann ich diesmal endlich ein bisschen schlafen, weil diese zwei schlaflosen Nächte, ja, es geht doch langsam in die Energiereserve. Und ja, wie gesagt, jetzt erstmal einen Moment hinlegen und dann schauen wir mal weiter. Mein Versuch zu pennen ist leider nicht übers Versuchsstadium hinausgekommen. Also war Essig mit Schlafen. Naja, hilft dir alles nichts. Wenn ich nicht pennen kann, muss ich halt wach sein. Und wenn ich wach sein will, kann ich auch Kaffee trinken. Also mache ich mir jetzt mal eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Pläne sind dafür da, um geändert zu werden. Eigentlich wollte ich ja erst einen Kaffee trinken, aber jetzt war ich halt erstmal bei Netto. Weil ich nämlich noch ein paar Sachen fürs Abendessen einkaufen musste. Unter anderem Schnittbohnen, weil meine Mutter heute Abend eine Schnittbohnensuppe macht. Jetzt habe ich meinen Kaffee. Und stelle euch jetzt eine Frage, die ich mir sehr oft stelle in letzter Zeit. Was ist schlimmer, Populisten oder Menschen, die durch dumme, unfähige Aussagen Populisten Futter geben, mit denen die Populisten populistisch sein können? Ich habe mich heute Morgen sehr über die Aussagen von Schäuble aufgeregt, von wegen ja, das hier wäre kein Supermarkt und wir verwöhnten Kunden quasi könnten nicht damit rechnen, dass alles billig ist, wir sollen noch zwei Pullover anziehen und auf unsere Galapagos-Reise verzichten.
All diese Aussagen haben mich sehr, sehr aufgeregt heute früh. Und jetzt ist 16 Uhr. Also seit ich mich aufgeregt habe, sind ungefähr 6 Stunden vergangen. Und ich sehe in Facebook und so Leute, die Bilder der AfD posten, die genau das, was ich sage, schreiben. Und zwar quasi jemand, der vom Staat so gut bezahlt wird, soll dann besser mal die Fresse halten, anstatt so einen Schwachsinn zu erzählen. Und eben, dass die Politiker die Menschen aus den Augen verloren haben. Das heißt, Leute wie Schäuble füttern mit solchen Aussagen die Rechten und spielen den Rechten damit in die Hand. Der beste Werbespot im Moment für die AfD ist wirklich die Aussage von unseren anderen Politikern. Das kann es doch nicht sein. Die sollten doch... Wie gesagt, ich frage mich echt, wer ist schlimmer? Der Populist, der die Scheiße aufgreift? Oder der Mann, der die Sache sagt? Weil beide Seiten sind gefährlich für dieses Land. Weil, bei trockenem Zunder reicht manchmal nur ein kleiner Funken. Und... Im Moment haben wir viel Zunder. Aber immerhin, dass er was kann. In welcher Stadt wird der Nobelpreis für Medizin verliehen? Stockholm. Welcher Vogel gilt in Fabeln als weise? Eule. Der Rabe. Stopp die Uhr. Ja, dann ist der Rabe keine Aufstellung. Der Storch. Die Eule. Ja, die Eule. 29 Sekunden für eine richtige Nacht. Da bringt Kinder, der ist doch nicht weise. Ich bin jetzt wegen den Castings im Haus der WG. Und die erste Person von heute Abend scheint mir schon mal leichter machen zu wollen mittlerweile, da sie einfach nicht auftaucht. Naja, ich werde ein bisschen anfangen mit meinem Zimmer, zu dekorieren und so. Und dann schauen wir mal, ob die zweite Person dann kommt. Auf jeden Fall räume ich jetzt ein bisschen in diesem Zimmer rum. Oh, Rauch im Auge, aua. Es ist jetzt 20.50 Uhr. Die Castings, also das Casting für heute Abend ist zu Ende. Morgen habe ich dann nochmal 3 am Start. Und dann ist diese Casting-Phase zum Glück endgültig beendet. Obwohl heute schon so ein leichtes Foreshadowing war, dass sich da noch ein bisschen was ergeben wird innerhalb eines internen Wechsels, der stattfinden könnte. Das muss ich morgen nochmal genauer besprechen, aber könnte sein, dass dieser Wechsel stattfindet. Wie gesagt, muss ich morgen nochmal genauer besprechen. Auf jeden Fall für heute Abend sind die Castings zu Ende, bin ich sehr froh drum. War jetzt nochmal mit dem Hund am Baum, hab meinen Eltern gute Nacht gesagt und höre mir jetzt von dem Waldmarks das Ferngespräch an zum Thema RAF. Ja, RAF war etwas, was mich als Jugendlicher auch sehr beschäftigt hat, weil überall diese Fahndungsplakate waren. Auf jeden Fall gucke ich mir das jetzt an, ist ja ein Livestream. Ja, inzwischen ist es 9 Uhr. Ich hätte so gerne mal geschlafen heute Nacht, weil ich habe in der 8. Klasse Biologie aufgepasst. Schlafen ist etwas, was ein menschlicher Körper braucht oder überhaupt Säugetiere brauchen das. Die meisten Tiere brauchen das, außer Quallen. Quallen haben kein Gehirn, die schlafen nicht, die sind aber auch nie wach, weil die einfach dumm sind. Aber überleben sie in ein paar Millionen Jahren. Ähnlich wie die Anhänger von rechtsradikalen Parteien, haben auch kein Gehirn, überleben auch seit langer Zeit. Ich hätte so gern geschlafen, aber das war mir bislang nicht vergönnt. Vorteil davon ist natürlich, die 55. Episode ist jetzt fertig geschnitten, ist gerendert und lädt gerade auf YouTube hoch. Und ich werde jetzt versuchen, zumindest nochmal eine Stunde Schlaf zu bekommen, bevor ich dann aufstehen muss und wirklich in den Tag einsteigen werde. 10 Uhr. Ich habe noch eine Stunde Zeit, bevor der Wecker klingelt und ich zur Arbeit muss. Ich möchte mal wissen, was das im Moment ist. Also seit einiger Zeit mit diesen Schlafproblemen. Okay, eine Zeit lang konnten die Schlafprobleme auf den Abszess und sowas zurückzuführen sein, aber inzwischen habe ich echt keine große Ahnung mehr, weil das kann nicht der Vollmond gewesen sein oder was. Es nervt auf jeden Fall. Während die Episode 55 auf YouTube hochlädt, lasse ich im Hintergrund die Folge 54 laufen, weil mir aufgefallen ist vor ein paar Tagen, dass das irgendwie so ein leicht einlullendes Ding hat, was ich mache. Also irgendwie, ich kann mich selber einlullen und ich bin mal gespannt, ob ich damit andere Leute auch einlulle. Also falls du das gerade siehst, ein bisschen eingelullt wirst, während du mir zuhörst. Mein Leben kann einschläfernd sein. Ja, auf jeden Fall, ich rauche jetzt diese Zigarette und ich habe kaum noch Zigaretten zu Hause. Das wird nachher auch noch ein schöner Witz werden. Aber der Himmel ist blau und ich bin so fucking müde und kann nicht schlafen. Das ist so komisch.
Im Hintergrund hört man das heimliche Geräusch einer Kreissäge. Keine Ahnung, was sie da schaffen, aber es ist verdammt laut. Meine Mutter kam heute verdammt spät aus der Dialyse zurück. Zweimal verdammt in einem Satz ist blöd. Also meine Mutter kam heute sehr spät aus der Dialyse zurück, weil irgendwie der Fahrer nicht aufgetaucht ist vom Fahrdienst. Keine Ahnung wieso. Aber geht es soweit gut, insofern alles okay. Die Wohnung ist komplett geputzt, kann man sich also auch nicht beklagen. Und ich mache jetzt mal eine Viertelstunde Pause, weil ich was essen will. Jetzt bin ich schnell nochmal einkaufen, weil unsere arme Katze zu Hause verhungert. Weil vor 2 Stunden wurde die letzte Futtertüte aufgemacht. Und seitdem gab es nichts mehr zu essen. Na, auf jeden Fall möchte ich das Katzenfutter holen. Und für mich ein paar Bierchen. Und also Sachen halt, ne? Ach ja, Zigaretten. Zigaretten sind ganz wichtig. Raucher ohne Zigaretten mit schlimm. Die Einkäufe sind erledigt. Natürlich wieder nicht alles bekommen, aber zumindest das meiste. Katzenfutter ist da, das ist wichtig. Ja, und jetzt heißt es gefragt, gejagt. Mit welchem Bock lassen sich gewaltsam Türen öffnen? Hamburg. Das ist das. Das ist nicht, das ist ja unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ey, da wirst du ja. Und sorry für den, ich hätte fast die Uhr gestoppt, weil ich Pazifik wollte ich hören. Das ist ja der stille Ozean. Selbst da hat sie sich nicht von. Alter Schwede, ich habe vorher noch gesagt, mit einer 20 gewinnt, ich nehme alles zurück. Das war krass, also wirklich krass. Die neue Jägerin stößt mich und meine ganze Familie zwar ein bisschen vom Typus her, aber fachlich, die Kompetenz, die die Frau drauf hat, Chapeau, wirklich, also das war eloquent bis zum geht nicht mehr. Wirklich, Chapeau. Okay, die letzte Castingrunde ist beendet und sie war positiv. Sprich, wir haben einen neuen Mitbewohner. Das freut mich sehr, weil ganz ehrlich, ich kann auch langsam keine Castings mehr ab. Das war einfach viel zu stressig. Aber, hey, alles gut gelaufen, alles perfekt gelaufen. Die Würfel sind gefallen. Und jetzt gucke ich mir noch einen Moment Halloween an und suche mir ein paar Fotos raus, die ich dann in meinem anderen Zimmer, in meinem anderen Haus an die Wand hängen werde. Ich hoffe, dass der Vollmond heute Nacht so nett zu mir ist, dass ich mich heute noch schlafen lässt. Ich hoffe, dass der Vollmond mich heute Nacht schlafen lässt. Ich bin übrigens komplett übermüdet und auch ein bisschen angetrunken. Aber nicht so angetrunken, wie ich sein müsste, um so verwirrt zu sein. Das ist aber die Tatsache, wenn du jede Nacht nur so ungefähr 2 Stunden schläfst, 2 bis 2,5, keine Ahnung. Irgendwann macht dein Gehirn einfach und macht Sense. Irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und an dem Zeitpunkt, Startpunkt, Realitätsmarker bin ich gerade. Ja. ...666 ist die Zahl des Teufels und um 3.33 Uhr nachts wache ich auf, weil ich davon träume, dass ich bei Imbiss Number One, einer Kult-Imbissbude, die es in Mainz gab und aufgrund fehlgeleiteter Politik von fehlgeleiteten Politikern heute nicht mehr gibt, eine Currywurst esse und deswegen habe ich das mit einer Mikrowellen-Currywurst warm gemacht. Bin mal gespannt. Jetzt heiß. Nicht schlecht. Kann natürlich nicht mit dem mithalten, was ich in meinen Träumen hatte. Aber ja, komm, ist okay, kann man essen. 3.33 Uhr war ich auf, weil ich Hunger habe. So ein Schwachsinn, ey. 13.10.2022, 9.27 Uhr. Ich bin jetzt aufgestanden, gehe jetzt gleich runter, mache mir einen Kaffee und Morgentoilette und all das, was man so machen muss. Damit ich dann um 10:30 mit meiner Mutter Richtung Arzt gehen kann, weil sie heute die zweite oder schon die dritte, das weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall ihre Hepatitis-Impfung bekommt. Ja. Inzwischen wäre der Zeiger der Uhr auf 12.30 Uhr vorgerückt, wenn Digitaluhren Zeiger hätten. Da Digitaluhren aber keinen Zeiger haben, konnte der Zeiger auch nicht vorrücken. Meine Mutter ist auf jeden Fall das zweite Mal gegen Hepatitis geimpft. Und am nächsten Donnerstag gehen wir wieder hin, weil da bekommt meine Mutter dann die 4. Corona-Impfung und ich meine jährliche Grippeimpfung. Was bedeutet, Freitag ist schon wieder im Eimer für beide. Ja. So, jetzt heißt es erstmal Kaffeechen.
Jetzt habe ich die Rinderherzen für Sammes geholt und jetzt geht's nochmal zu Fressnapf, heißt das glaube ich inzwischen, um Mäuse für den Frosch zu holen. Die Mäuse habe ich jetzt auch und jetzt geht's zu Hornbach, weil ich für mein Zimmer ein paar Glühbirnen brauche. Und Noah war so nett und hat mir Fotos von den Glühbirnen geschickt, weil ich nämlich vergessen habe, ein Probeexemplar mitzunehmen. Auf jeden Fall, Futtertiere habe ich schon mal. Jetzt habe ich meine Glühbirnen bei Hornbach gekauft und mir eine schöne Portion Pommes Spezial gegönnt. Boah, jetzt bin ich so richtig babsatt. Wenn ich bedenke, das war die kleine Portion Pommes, wie würde dann die normale oder die doppelte aussehen? Weil die kleine war schon für mich schon ein bisschen zu viel. Okay, auf der anderen Seite, ich fresse ja auch wie ein Spatz. Ja, wahrscheinlich ein großer Mensch, so ein 2-Meter-Mann, der würde für den was für einen hohen Zahn haben. Für mich ist halt echt eine riesen Portion gewesen. Hab's auch nicht komplett geschafft. Hab die Hälfte noch mit zu Hause nach Hause gebracht. Muss ich dann später essen. Entweder esse ich sie später oder ich klebe sie den Ratten. Eins von beiden. Werde ich schon rausfinden, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, die Einkäufe hierher zu bringen, waren auch noch sehr anstrengend, weil das doch ein ganz schön hohes Gewicht war wieder. Und deswegen gönne ich mir jetzt einfach, mich mal eine Stunde aufs Bett zu legen und mir ein ASMR anzuhören und vielleicht auch ein bisschen zu schlafen, weil was Schlafen geht, sind die letzten paar Tage doch ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen kurz gekommen, was Schlafen angeht. Ja, auf jeden Fall, ASMR ist an, nach der Kippe heißt es Augen zu und schauen wir mal. Okay, diese ASMR-Sitzung hat eindeutig funktioniert, besser gesagt, ging in eine Tiefschlafphase über. Ich habe jetzt wirklich bis 5:45 geschlafen. Ah, das war dringend notwendig. Wie gesagt, die letzten Tage ist Schlaf bei mir doch etwas zu kurz gekommen. Jo, jetzt Kippe zum zu mir kommen und dann runter gefragt, gejagt. Wenn ihr gern. In welcher Ruhrgebietsstadt befindet sich die Horst-Schimanski-Gasse? Duisburg. Als das spirituelle Zentrum der Sikh-Religion gilt. Amritsar. Welches Bundesland Österreichs liegt am weitesten im Süden? Was wird aus dem Wort Denkerin? Nee. Tauscht man das D gegen ein L? Denkerin. Aber es hat nicht... Der hat aber geholfen. Aber der hat ganz schön noch aufgezogen jetzt am Ende. Aber dann war's. Die Badematte ist, glaube ich, der Umkehrpunkt hier. Und ich beglückwünsche die beiden herzlich. Da waren sie ein bisschen noch ja, super habt ihr es gemacht. Und die Rücksetzer kamen später, aber dann kamen sie so, dass sie wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt die Zeit haben ablaufen lassen. Habt ihr toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und Herr Jacobi, wir freuen uns auf kommende Woche mit Ihnen als einer von 7 da oben bei Allein schön, gegen alle. Das war doch jetzt mal sehr unterhaltend. Ich werde mir jetzt die 18. Episode der 11. Staffel von The Walking Dead angucken und so ein bisschen hier rumwühlen und gucken, was ich so an Dekokram für mein anderes Zimmer habe. So dann, nun werde ich mich wohnraummäßig etwas ausbreiten und einen weiteren Lebensraum annektieren. Anders ausgedrückt, ich fange an, das Zimmer zu dekorieren. Genug Deko-Shit für einen Abend. Ich bin schon ein Stück weitergekommen, aber es wird noch einiges eher an Wasser in den Rhein runterfließen, bis das Zimmer soweit ist, dass ich sagen kann, ich kann es beziehen. Dabei habe ich jene Kassette gehört. Sie ist aus den 80ern und ja, relativ schlecht. Aber ich mag sie, weil sie mich an meine Jugend erinnert. Auf jeden Fall, jetzt höre ich mal auf mit Deko-Shit und gehe wieder in mein anderes Haus. Denn für einen Abend habe ich definitiv genug gemacht in dem Raum. Ich meine, okay, da muss ich noch einiges machen, also sehr, sehr viel machen, bis das ein Zimmer wird, in dem ich leben kann. Aber ich habe Hunger bekommen wie die Sau. Brezel, Butter, ja, Sachen, die man sich fast nicht mehr leisten kann seit der scheiß Inflation. Aber ey, sehr, sehr gutes Essen. Vor 7 oder 14 Tagen hat Steffen mich gefragt, was ich von der neuen Staffel von American Horror Story halte. Und ich sage das zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, weil ich noch nicht wirklich wusste, um was es in der neuen Staffel von American Horror Story geht. Jetzt bin ich bei der 9. Episode von 10 Episoden und muss sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, um was es geht. Und ich glaube, dass ich zwischen nur die Serie gewechselt habe, weil auf einmal ist alles schwarz-weiß. Und am Anfang waren noch Vampire, inzwischen sind Aliens da. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mir da angucke. Kann sein, dass ich zwischendurch mal eingeschlafen bin. Hoffe ich zumindest, weil ansonsten... What the fuck ist das? Was gucke ich mir da an? Egal. Für heute Abend habe ich genug, weil morgen muss ich wieder früh aufstehen und werde jetzt ins Bett gehen. Freitag, der 14.10.2022, kurz vor 10. Ich muss mich jetzt schnell anziehen, fertig machen, die Sachen für meine Eltern vorbereiten. Und dann geht's in Richtung Stadt zum Arzt für die Nachsorgeuntersuchung. Und heute bin ich todmüde, weil ich habe heute Nacht zum ersten Mal seit langem wieder richtig tiefenfest geschlafen und hätte am liebsten jetzt weiter gepennt. Aber Nachsorge ist wichtig. Auf.
bin jetzt vom Arzt zurück. Er ist sehr zufrieden mit der Wundheilung. Deswegen ist mein nächster Termin auch erst in 14 Tagen. Also die Intervalle verlängern sich. Wie gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Wunde. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Ich bin auf dem Weg der Heilung. Und jetzt gehe ich nochmal über den Wochenmarkt. Habe jetzt bei der Stadtmetzgerei Peter Ditt aus Ebersheim für meinen Vater ein bisschen Pelzer Leberwurst gekauft. Wird ihn freuen, hoffe ich. Und mir habe ich jetzt für 3 Euro ein echt gutes Fischfrikadellenbrötchen gegönnt, weil ich richtig Hunger habe. Jetzt habe ich mir bei der Metzgerei Graf noch schnell ein Mettbrötchen geholt für 1,50, weil ich heute wirklich Hunger habe wie ein Schwein. Keine Ahnung, was das soll. Liebe Fahrgäste, hier gilt die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase mit einer medizinischen Maske. Wir empfehlen eine FFP2-Maske. Vielen Dank. Es ist 14 Uhr, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin richtig gut gesättigt jetzt. Keine Ahnung, wo diese Fressattacke herkam, aber ich hatte wirklich Hunger wie sonst was. Aber das war sehr lecker, hat mich auch gut gefüllt und noch so ein bisschen Bettruhe gebracht, die aber auch ganz gut ist, weil der Arzt war sehr zufrieden mit der Wunde, hat mir aber auch gesagt, ich soll noch nicht jetzt auf 100% hochgehen. Also ich kann zwar einen Gang höher schalten, jetzt was Bewegung und überhaupt Aktivität angeht, aber soll immer noch bedenken, ich bin noch nicht 100% ausgeheilt, ich bin noch nicht 100% gesund. Aber so weit, so gut, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden damit, der Sache, dass er sehr zufrieden ist. Mein Vater hat sich über die Leberwurst sehr gefreut. Meine Mutter hat sich über die Blutwurst sehr gefreut. Das Auto im Hintergrund ist gerade tierisch laut. Und ich werde mich jetzt gleich mit einem ASMR so ein Stündchen oder so aufs Bett legen. Draußen regnet es ganz gewaltig. Und wie gesagt, ich mache ein ASMR und lege mich ins Bett. Es ist 16.06 Uhr und mein Versuch, ein bisschen zu schlafen, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Weil sobald ich so ein bisschen weggedöst war, also so kurz vorm Einschlafen war, ist irgendwas passiert. Entweder hat ein Kind laut auf der Straße rumgeschrien oder irgendein besoffener Student hat auf der Straße laut rumgeschrien. Oder ein Auto hat gehupt. Oder ein Bus hat gehupt. Oder eine Kreissäge ging an. Oder eine Steinsäge ging an. Irgendwas. Irgendwas war ständig los. Also, Hammer hat. Und das höre ich durch mein Fenster halt immer extrem laut. Ich habe keine Ahnung wieso. Weil mein Vater unten scheint diese Probleme nicht zu haben. Okay, der macht die Musik auch 5-mal so laut, wie ich, wenn er sich hinlegt und hat Kopfhörer auf. Die Kopfhörer könnten das Ding sein, warum mein Vater das schafft und ich nicht. Naja, auf jeden Fall, mein Versuch, sich hinzulegen, ja, Essig, hat sich nichts geklappt. Jetzt mache ich mir einen Kaffee und dann gehe ich einkaufen. Und vielleicht hört es dann auch ein bisschen auf zu regnen, bis ich meinen Kaffee getrunken habe. Denn es regnet, nieselregelt. Es regnet. Der Regen hat zum Glück weitgehend aufgehört und ich bin jetzt auf dem Weg zum Einkaufen. Also Apotheke, meine Verbandsmittel holen für meinen Arsch und ein paar Sachen fürs Abendessen holen und ein bisschen Bier für mich holen. Und muss hier stoppen, weil eine ältere Dame mir ins Bild kommt. So, was wollte ich noch erzählen, bevor mir die Dame ins Bild gerannt ist? Ah ja, der derzeitige Innenminister, also der Mann, der Innenminister war bis gestern, ist gestern zurückgetreten wegen der Ahrtal-Katastrophe. Und seit gestern ist Michael Ebling, also der ehemalige Oberbürgermeister von Mainz, der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich habe in diesem Jahr ein Foto gemacht mit dem Innenminister von Rheinland-Pfalz. Das ist eine absolut sinnlose Information, aber ihr habt sie nun. Im Großen und Ganzen wollte ich einfach nur sagen, ich bin jetzt einkaufen und es hat aufgehört zu regnen. In welchem karibischen Inselstaat startet und landet man auf dem Norman Manley Flughafen? Jamaika. Scheiße, du Wir haben doch mehr Grenze drauf. Herr Schlüssmann, ich meine, er ist schon der für die großen Auftritte, ne? Es ist überragend. Eine Minute glatt, der 6000er Club, das im Finale, das bei 39,5. Es tut mir wahnsinnig leid für euch, aber hier kommt von mir ein Aber. Das war gerade ein überragender Durchmarsch von Herrn Klussmann. Deine Frage zur American Horror Story, ich habe sie gestern Abend beendet. Was ist Scheiße? Alter, komplett was ein Rotz. Also 1 bis 6 tut so, als ob sie eine Geschichte erzählt und hört dann einfach auf. Ja, ja, ja. Hört einfach auf. Also bis auf die blöde Belle und ihren Lover da, die ja wenigstens grausam gestorben sind, aber der ganze Rest. Warum sterben die nicht grausam? Wir haben es verdient. Warum sterben die nicht unglaublich grausam? Warum nicht? Wie kann mich das so im Stich lassen? Was soll das? Wir kamen sonst immer zu einem einigermaßen coolen Abschluss. Alter, das wird doch schlimmer. Es gab einfach überhaupt keinen Spannungsbogen. Tja, dann freue ich mich auf die zweite Hälfte. Mhm. Die zweite Hälfte tut zumindest auf so einen Spannungsbogen. Hätte. Hörst du nicht mehr, oder? Es endet einfach. Meine Hoffnung ist,
Es ist eine Anthologieserie, wo alles für sich steht, aber trotzdem alles miteinander verbunden ist. Dass sie in einer der nächsten Staffeln eins davon aufgreifen, um einen Zusammenschluss mit den anderen Staffeln zu kriegen und irgendwie ein Storyline hinzukriegen, weil wir haben ja immer noch Apokalypse und Apokalypse wurde ja sehr stark auch darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass es Ex-Menschen gibt, die in der letzten Staffel jetzt erwähnt wurden und ich spoiler jetzt einfach knallhart, weil es einfach scheißegal wie der Handlung ist. Ich könnte dir jetzt jede Szene spoilern und du würdest es trotzdem gucken, du würdest denken, oh, das ist ganz nett gemacht, ist gut gemacht, geil, geiler Schnitt, geiler Film, alles geil, hat halt keine Handlung. Deswegen, ich kann keine Handlung spoilern, es gibt nicht geil. Ja, das war dann also jetzt ein Männerabend, einer von vielen Männerabenden, an denen ich mir dachte, was? Keine Ahnung, was ich mir dabei dachte. Ich glaube, ich dachte dabei, also an den heutigen Männerabend dachte ich mir heute sehr oft. Oder aber auch, es wäre Zeit, dieses Video für heute Abend zu beenden. Hey, es geht morgen weiter. Keine Sorge, für euch wird kein Morgen existieren, weil es keine Nacht existieren wird. Weil, ich mag das Geräusch irgendwie. Machen wir es nochmal. Samstag, 14.10.2022, 8.55 Uhr, der Wecker hat mich gerade geweckert und jetzt geht's gleich zum Flohmarkt. Sind jetzt vom Flohmarkt zurück, der war heute, nennen wir es mal, überschaubar, also zwei Reihen, naja, doch zwei Reihen, mehr war es nicht, einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. War recht überschaubar, aber wir waren zumindest auf dem Flohmarkt, das ist echt was wert, weil die letzte Zeit ging es ja nicht aus Gründen und es war einfach schön, mal wieder ja, auf den Flohmarkt zu gehen, auch wenn er, wie gesagt, sehr überschaubar war. Inzwischen ist es 15.04 Uhr. Ich bin im Haus der WG und richte mich hier ein bisschen wohnlich ein. Und im Hintergrund nervt Khaleesi, die einfach nicht einsieht, dass die Tatsache bereits viermal gefüttert habe. Heißt, ich habe sie oft genug gefüttert. Aber sie denkt, nein, ich werde noch ein fünftes Mal. Kriegt sie jetzt aber nicht. Aber nervt die ganze Zeit. Langsam aber sicher nimmt das Zimmergestalten an und ich liebe Sperrmüll. Als ich heute früh mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt war, habe ich gesehen, wie die Leute Sperrmüll rausgestellt haben. Tada, ich habe einen Tisch. Ist das geil oder ist das geil? Das ist geil. Heute Abend mache ich Feierabend und harre der Dinge, die da kommen werden. Und wie feiert man am besten den Einstieg in eine neue Bude? Richtig, mit einem weit unterschätzten Horrorfilmklassiker, der zu Halloween einfach ein Muss sein sollte aus den 80ern. Und einer geilen Pizza. Yummy, hab ich Hunger. Mehr Menschen, als ich dachte, aber was soll ich machen? Manchmal ist Realität, ich bin besoffen. Alter, ich bin besoffen. Okay, die Realität ist manchmal sowas. Ganz ehrlich, ich gehe ins Bett. Sonntag, der 16.10.2022, 10.30 Uhr. Ich bin jetzt eben aufgewacht und ja, rauche meine erste Zigarette. Ich bin aufgewacht, weil ich aufs Klo musste, habe dann jetzt ja, den Toilettengang erledigt und ja, den Wunde gespült. Läuft alles einwandfrei. Jetzt klingelt der Wecker.
den ich mir gestellt hatte. Also ich war vor dem Wecker wach, das ist auch schon mal ganz praktisch. Jo, mein Tagesplan für heute sieht so aus, dass ich mir jetzt Kaffee mache und anfange schon mal ein paar Sachen für zusammenzusuchen. Dann werde ich eben zwischen den Häusern hin und her rennen, da ich mein Arbeitszimmer, nenne ich es ja, neu, also weiter einrichten werde. Um 16 Uhr werde ich dann mit meinen Eltern Kaffee trinken und einen Film gucken. Vielleicht auch zwei, schauen wir mal, das weiß ich noch nicht genau. Ja, um 19 Uhr rum werde ich mich dann mal waschen, wenn alles nach Plan läuft. Und um 20.30 Uhr kommt dann Flo und Nico zum Herr der Ringe gucken, also Ringe der Macht gucken. Das wäre erstmal so der Tagesplan. Und es geht los. Jetzt heißt es erstmal die Spuren von gestern Abend beseitigen und dann zwischen den Häusern hin und her rennen, ja, um dieses Zimmer weiter einzurichten. Dabei lasse ich den Film Schools Out laufen. Ein Slasher-Film, der in den 90ern auf RTL lief. Für eine deutsche Produktion nicht schlecht, kein guter Film, aber ich lasse ihn auch nur nebenher laufen. Dafür ist er einfach gut geeignet. Es wäre so schön, wenn ich einfach mal ordentlich sprechen könnte bei so einem Video. Ne? Inzwischen ist es 14.42 Uhr und wie man sieht, das Büro nimmt langsam büroartige Formen an. Ich habe jetzt den zweiten Teil von Schools Out gestartet und gönne mir jetzt eine kleine Pause mit einer 5-Minuten-Terrine, weil ich ein bisschen Hunger habe. 16.50 Uhr, für heute mache ich in diesem Haus Feierabend und gehe jetzt rüber in das andere Haus, um mit meinen Eltern Kaffee und Kuchen zu essen, trinken, tun und Film gucken. Es ist jetzt 18.23 Uhr. Ich habe vorhin bei der anderen Aufnahme, also bei der Aufnahme, die ihr gerade vorher gesehen habt, behauptet, es wäre 16.50 Uhr. Das war gelogen, da war es 15.50 Uhr. Naja, jetzt ist es wirklich 18.23 Uhr. Ich habe mit meinen Eltern gerade den Film... Okay, das hat mich jetzt gerade durcheinander gebracht, egal. Hab gerade mit meinen Eltern den Film Studio 666 von den Foo Fighters gesehen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hat meine Mama ausgewählt. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie gewusst hätte, was für ein Splatterfest das wird, hätte sie ihn vielleicht nicht ausgewählt, aber ich bin sehr froh, dass sie ihn ausgewählt hat. War nicht ganz die Komödie, die sie erwartet haben, aber ich hatte Spaß und es hat ihm trotz allem gefallen. War auf jeden Fall sehr, sehr blutig und gorig. Frisch gewaschen. Frisch rasiert, lebt sich gänzlich ungeniert. Nein, jetzt im Ernst, ich bin jetzt sauber und gucke mir jetzt Nightmares of Demons, das Remake an. Soweit ich mich an den Film erinnere, war der grottenschlecht, aber hey, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Flo kommt und bin am Trocknen. Ah ja, es kommt heute Abend nur Flo, weil es Nico nicht so gut geht. Also sind wir nur zu zweit bei Ringe der Macht. Und jetzt ein bisschen abtrocknen, weil frisch gewaschen, Haare noch leicht feucht und ja. Nightmares of Demons jetzt zu Ende geguckt. Und ich muss sagen, war nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte. Und gerade sehe ich, wie Flo auf mein Haus zugeht und sich gleich wundern wird, dass ihm keiner die Tür aufmacht. Weil ich nämlich gerade mit dem Hund unterwegs bin, der da hinter dem Baum verschwunden ist. Da ist er. Ja, Flo wird sich gleich wundern, warum ich nicht öffne und da wahrscheinlich erschrecken, wenn ich hinter ihm auftauche. Ich fange nochmal an. So, jetzt sind wir hier. Flo ist jetzt da. Wir haben jetzt gerade Kinokarten für Mittwoch bestellt, für Halloween Ends. Und jetzt geht's weiter mit Die Ringe der Macht. Und wir müssen erstmal rausfinden, welche Episode überhaupt. Ich krieg das heute mit Sprechen nicht hin. 23.44 Uhr. Jo, also Ringe der Macht war gerade sehr gut. Also der Cliffhanger war richtig gut. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass Flo mir mitgeteilt hat, dass es jetzt ungefähr 3 Jahre dauern dürfte, bis die nächste Staffel kommt. Das nervt mich echt, weil in 3 Jahren sind Timmy da und Pellicosa definitiv tot. Ratten leben nicht so lang. Das heißt, wenn ich das sehe, werde ich diese Ratten nicht mehr haben. Und auch bei meinen Katzen bin ich mir gerade nicht so sicher, ob sie dann noch da sein werden, weil, wie Cassie mir bewiesen hat, Katzen können schneller sterben, als man denkt. Oder überhaupt die Welt. Wir haben immer noch diesen Ukraine-Krieg und die Atomgefahr besteht immer noch. Es könnte sein, dass es keine 3 Jahre mehr gibt, weil eine Atombombe auf uns fällt. Und wir dann alle tot sind. Ja, könnte passieren. Aber egal, der Cliffhanger war gut. Ich beende dieses Video für diese Woche jetzt mit diesen wunderschönen, deprimierenden Aussagen. Und sage, hey, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hey, ich habe Karten für den nächsten Film bestellt. Halloween Ends. Also, hey, es wird auf jeden Fall wieder was zu sehen geben, solange dieser Planet noch existiert und ich noch existiere und die Welt noch existiert und so weiter und so fort. Und diese Realität und überhaupt Halloween. Ach ja, genau, jetzt gucke ich mir nochmal Halloween 1 an, also den Original von 1978, während ich die Videoaufnahmen von dieser Woche
auf dem PC ziehe, da ab, auf das ist sie, ist ein Satz, ist auf das ist sie ein Satz, keine Ahnung, schneiden werden können, tun, machen und Geduld. Was ich sagen will, dieses Video endet hier.